Liebe Leute, weiter geht's bei Medieval Dynasty Staffel 2. Eine weitere sehr entspannte Folge, will ich zumindest hoffen. Ich bin auf dem Weg nach Gustovia. Es ist zweiter Tag im Frühling, wird so langsam Zeit, dass wir unsere Steuern bezahlen. Deshalb schlendern wir mal eben rüber. Vielleicht finden wir ja noch hier in Gustovia oder drüben in Borovo. Was ist denn da drüben eigentlich? Warst du da schon mal? Sieht so komisch aus. Naja. Vielleicht finden wir noch eine Frau für den Jagdbert. Ich weiß gar nicht, den wir beim letzten Mal geholt haben, der ins große Haus eingezogen ist. Ein sehr hübsches Häuschen übrigens. So, ich muss noch ein bisschen was zusammenkramen. Lass mir einen Apfelwein mitnehmen. Und hier ist der Birnenwein. Das können wir alles mal jetzt ein bisschen verscherbeln. Ach so, das Wichtigste überhaupt. Ich habe tatsächlich Rührei gemacht, ne? Da ziehe ich mir auch gleich mal schön eins von rein. Ich habe sowieso Kohldampf. Das Rezept habe ich mal gelernt. Ich habe am letzten Mal gesagt, wir haben teilweise echt extrem viel Kram. 378 Federn. Irgendwann willst du auch mal Pfeile machen wahrscheinlich. Hier, nimm die zwei Heiltrinke auch mit, verscherbel's einfach. Holzbecher. Das müllt mir eigentlich nur mein... Ach, wenn du mal einen Holzbecher brauchst, baust du ja selber ein. Das müllt mir eigentlich nur mein Inventar zu. Die Schalen brauchen wir natürlich. 10 Millionen Holzschaufeln. Gut, im Grabungsschuppen brauchen die welche, aber hier verkaufen wir zwei. Hier, die ist auch ranzig. Verscherbel die mal. Ultra viele Holzteller, da habe ich die Produktion jetzt auch mal ein bisschen zurückgeschraubt. Kühlschwein. Weil wir eigentlich ja mehr Schalen brauchen, ne? Da habe ich kurzfristig mal nicht aufgepasst. Kann ich das hier noch tragen? Meine 52 Kohlsuppen zum Verscherbeln. Pelze? Warum ist denn der schon so ranzig? Vergammeln Pelze? Nee, die vergammeln doch nicht. Weiß ich nicht, was der Rassi mir da wieder gemacht hat. Ne, Tonschalen kann ich wahrscheinlich nicht verwenden, um meine Kohlsuppe da reinzumachen. Ne? Ich habe nämlich mittlerweile schon relativ viel Ton. Das war's, ne? Mehr hast du erstmal nicht. Aber reicht auch, ist schwer genug. Können wir erstmal eine Verkaufstour machen. Guck da nochmal genauer durch. Das muss ich mal ausprobieren, aber ich glaube, das kannst du nur in Holzschalen machen. Wofür braucht man dann die Tonschalen? Später für die Küche dann wahrscheinlich. Wir haben auch sehr viel Samen und Korn, aber das, solange ich nicht muss, würde ich es auch erstmal noch nicht verkaufen. So viel Geld brauchen wir im Moment ja nicht. Wir müssten eher mehr leveln, um da mal ein bisschen weiter voranzukommen. In der Technologie. Ja, so eine Küche 2 wäre schon mal super. Dass ich da vielleicht nochmal einen Koch mehr einstellen kann. Und ja, natürlich stehen die Ställe alle noch aus. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da hinkommen. Hallo? Wer sitzt denn hier? Sibora! Du hast alles, was ich brauche eigentlich. Ja, du bist so gut, dich nehme ich mit. Wäre zwar schön gewesen, Landwirtschaft nochmal was zu haben, aber da hast du eine 2 zur ganzen Not. Komm mal mit. Sibora. Ich hau mal auch gleich mal hier zusammen mit dem, wie heißt er? Jagdbert. Jagdbert. Alles klar. So. Können die eigentlich hier in dem großen Haus auch mal eine WG machen? Damit ich nicht so viele Häuser bauen muss? Wahrscheinlich nicht so gerne, ne? Moin. Wo ist denn hier der... Wo ist denn Edwin? Ich gehe mal zum Edwin.
Edwin! Naja, zeig mir mal deine Ware. Du kannst haben. Was bringt denn hier? Der Birnenwein, der bringt ja ein Vermögen. Kannst du mir mal abkaufen, bitte? Du kriegst erstmal den ganzen Kleinkram, den ich hier loswerden will. Ein Messer, Eisenschaufel? Die kannst du eigentlich selber verwenden, ne? Ja, nimm die mal selber. So, zwei Heiltränke kannst du kriegen. Den Holzbecher. Bringt immerhin zwei Münzen. Holzlöffel 1,8. Mann. Jo, Holzschaufel lohnt sich ja auch ganz gut. Kirschwein. Bitteschön. Ah, die Rühreier, die esse ich glaube ich selber. Hier ist noch eine Weinflasche. Und Tonschale? Naja, weg damit. Ich habe noch eine zum Ausprobieren, hätte ich noch da. So. Ja, und jetzt kannst du noch ein paar Kohlsuppen kriegen. Dann ist er pleite, der Gute. Ja, aber ich bin erstmal alles losgeworden. See you soon. Den Rest verscheppere ich dann hier beim Subimir. Ach hier, guck mal hier, oder bei ihr. Ne, bei ihm. Ne, bei ihr. Adelina, Entschuldigung, von hinten konnte ich das nicht so genau sehen. War kein persönlicher Angriff. Kohlsuppe. 1200 hat die bloß. Na gut, reicht aber. Um uns alles abzukaufen. Mit Soße. Hm, wo ist denn jetzt hier die Kohlsuppe? Da. Ah, okay. See you soon. So, ja, jetzt aber erstmal Rührei. Leute, das muss jetzt erstmal sein. Ah, oh, guck mal, das knallt ja richtig rein. Dann machen wir zwei, dann bist du einmal voll. Rest packe ich zu Hause in eine Kiste. Und ausgewählte Dorfbewohner, die besonders fleißig waren, vielleicht auch mal eins von kriegen. Aber das überlege ich mir noch. Wo ist denn hier der Steuerfuzzi da? Gavin! Hallo, bist du gekommen, um deine Steuern zu bezahlen? Ja, bitteschön, das sollte reichen. Wunderbar. Ah. Trotzdem geht es uns eigentlich noch ziemlich gut. Wir haben immer noch fast 5000 Münzen. Obwohl wir eben, glaube ich, 1,7 abgelegt haben. Jetzt frage ich mich gerade, ich würde gern ein bisschen Wolle oder beziehungsweise, nee, eigentlich bräuchte ich ja Wollgarn. Wo kriege ich denn das wohl? Ich glaube, hier bei den Händlern gar nicht, ne? Edwin, der hat ja nur so einen Landwirtschaftskram gehabt, ne? Hm. Bei der Mathilda vielleicht in Denika, da könnte ich sowas bekommen. Die macht das so näher rein und sowas. Dann, ja. Wie sie hier stehen. Hallo. Ich habe schon zwei, das reicht mir erstmal. Die sollen selber erstmal ein paar Küken zur Welt bringen. Oh, hallo, was hast denn du hier für eine schöne Eisenhacke stehen? Muss ich hier nachts nochmal wiederkommen? Simirat? Ruckzuck, geht das, da brauchst du eine neue. So, ja, das ging ja schneller mit der Frau, als ich dachte tatsächlich. Dann mache ich mich schon wieder zurück nach Hause. Ich würde gerne... Achso, war hier noch... Ja, komm, lass mal nach der Quest nochmal schnell gucken. Wenn wir jetzt schon mal hier sind. Ich glaube, das war gerade der Typ mit den Steuern, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Oder? Wo? Hier oben. Madame? Dobrava. Kann ich dir bei etwas helfen?
Ich könnte wirklich die Hilfe eines starken Mannes gebrauchen. Natürlich will ich dafür bezahlen. Betrachte mich als interessierend. Ich muss meine Familie ernähren, aber unsere Vorräte sind erschöpft. Ich habe Münzen, aber keine Zeit. Das sollte nicht schwer sein. Ich bin gleich wieder da. Sehe ich etwa wie ein Metzger aus. Ich habe keine Lust, nach Fleisch zu stinken. Ah, 7 Fleisch und eine Beere. Ich habe noch eine Beere zu Hause. Das ist ja wieder ein Gelatsch hier, du Brava. Für eine Beere. Ach so, es ist ja... es ist Frühling, ne? Da kann ich dir mit einer unreifen Beere... Doch, Beeren. Ja, mit einer unreifen Beere kann ich dir wahrscheinlich nicht kommen. Naja gut, ich muss eh nach Hause. Dann schauen wir halt im Frühling nochmal hier vorbei. Vielleicht habe ich bis dahin noch ein Haus hingestellt. Ich muss erstmal gucken, was die zu Hause auf den Feldern da für einen Blödsinn machen. Also sehen wir uns dann bei uns zu Hause wieder. Junge, Junge, das ist ja nicht so ein schöner Tag. Tag Nummer 3 ist angebrochen. Da regnet's. Wie aus Eimern. Ich habe tatsächlich mal gesehen, dass wir ein bisschen wenig Brennholz da haben. Ich glaube, das reicht nicht mehr aus. 4 nur noch. Das ist ja überhaupt kein Vorrat. Ich habe mal schnell selber ein paar Stämme gehackt. Und ja, wenigstens mal eben 40 Brennholz hergestellt. Damit die Leute noch was zum Heizen haben. Das müsste ich vielleicht mal ein bisschen erhöhen. Dann geht's weiter. Wie sieht's aus? Holzstämme haben wir aber eigentlich genug. Ja, dann... Ah, diese Teller, ne? Die machen mich fertig. Wie viele Holzschalen? Naja, 35. Das geht ja. Da würde ich mir ein paar noch selber herstellen. Und die nehme ich schon mal mit hier. 28, 2, 5. So. Hopfen und Hopfensitzlinge. Okay, Plantage. Um Hopfen wachsen zu lassen. Ich glaube, wir legen nochmal eine Hopfenplantage an. Zumindest erstmal mit den 7, die wir haben, ne? Das könnten wir ja am großen Haus machen vielleicht sogar. Obwohl ich nicht weiß, ob das noch im Bereich der Scheune wäre. Das müssen wir mal direkt ausprobieren. Freunde, es regnet. Sag mal, ist denn, haben die noch nicht angefangen oder was ist hier los? Holzschalen würde ich gerne machen. Ich habe übrigens mal geguckt, das Rezept verlangt von dem Eintopf verlangt natürlich Holzschalen, da kannst du ja einfach Tonschalen nehmen. 77? Ach, das war nochmal 40 Stück, okay. Die packe ich schon mal in die Küche, da mache ich nachher nochmal komplett Kohlsuppe. Das bringt Knete und wir haben ja echt essenstechnisch überhaupt kein Problem. Ach, die Eier habe ich noch dabei. Das heißt, wir können da richtig noch mal was von verkaufen. Wie viel hast du denn da jetzt? 72 oder 77? Okay. Müssen wir dann mal auf den Kohle umrechnen und das Fleisch, was wir da brauchen. Ich kann mir nur immer nicht merken. 3 Fleisch und 2 Kohle. Okay. Also mehr Fleisch als Kohl. Das kann ich mir immer nicht merken, welches von welchem. Damit ich nachher nicht zu wenig mitschleppe. So. Dann haben wir bei uns zu Hause am Hühnerstall ja extrem viele Hähne, ne? Moin. Ach, guck mal, da kommen sie gerade. Oh Gott, was ist denn da drin los? Hallo. Ja, ich grüße zurück. Oh, 2 Hennen sind auch schon groß.
Den könnten wir rein theoretisch auch mal einen Namen geben. Also wenn einer zumindest für ein Pärchen einen schönen Namen hat, dann raus damit. Alter. Jetzt wird es ja richtig eklig. Boah, ich gehe mal ganz kurz rein. Was haben wir hier eigentlich noch drin? Ach, die Holzriechen. Da habt ihr gesagt, sprich mal mit Samurai drüber. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Kupferspeer. Also hier nicht nur alles. Ich habe geguckt, ob eine Fackel da ist. Ist leider nicht. Ich habe nämlich mal wieder keine. Muss mir gleich mal unbedingt eine bauen. Oder mal welche bauen lassen. So. Hühner. Das heißt, ich könnte ja den alten Hahn schon mal verscherbeln, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie lange so ein Hahn macht. 3 Jahre scheint mir jetzt noch nicht ultra alt, aber... Ich habe ja hier 2 neue. Ich verkaufe den mal. Ich habe noch nie ein Tier verkauft. Ja, möchte ich. Richtig, ne? Weg damit. Ah, okay. Zack, weg damit. Die beiden Hennen lassen wir noch da. Die können ja noch ein bisschen Eier legen. Und die Küken wachsen erst aus. Dann schauen wir mal. Oh. Einmal durch den Regen. Aber trotzdem werde ich nicht sauber. Ach ja, ich brauche einen Fischerspeer. Wo baue ich denn den nochmal? Schmiede? Das war doch hier, ne? Ein Holzstamm und ein Stein. Na super. Ein Holzstamm und ein Stein. Junge, Junge. Ein Holzstamm. Dann nimm auch schon mal die Setzlinge mit, die... Kirschbaumsetzling, da haben wir auch 5 Stück. Die wiegen ja nichts, oder? Doch, 7 Kilo. Mann. Ja. So, damit der junge Mann da wieder ein bisschen Fisch an Land holen kann. Kostet halt immer ein Leinengarn. Hier durch den Regen flitzt. Eigentlich müsste hier so ein Dorfbewohner mal so ein Schirmchen für mich halten. Mal gucken, wen ich dafür einstellen kann. Fischbär muss jetzt erstmal hier rein. Ah, das ist auch Mist, ne? Ich glaube, wir machen die Hopfenplantage mal am nächsten schönen Tag. Beim Regenwetter habe ich da jetzt überhaupt keinen Bock zu. Dann schnappe ich mir jetzt nochmal 4 Fleisch und eine Beere und würde für Dobrava nochmal die Mission erfüllen. Ich glaube, ich habe hier noch irgendwo eine, hoffe ich. Habe mir extra für den Fall mal eine Beere, ganz ehrlich. Ein paar Beeren aufgehoben, ne? Weil manchmal wollen die halt zu den unmöglichsten Jahreszeiten eine frische Beere haben. So. Guck mal hier. Vielleicht mache ich vorher noch ein bisschen Kohlsuppe fertig. Ach komm, lass uns das nochmal zusammen machen. Jetzt ist natürlich auch schon ein bisschen schwer. Geht eigentlich noch.
Fleisch. Dreimal Fleisch, ne? 41 Kilo, alter Schwede. Da musst du direkt wieder zweimal laufen. Ach so, wir können ja auch die neue noch zuweisen. Schmeiß mal hier schon mal das Fleisch rein. Dann holen wir noch einen Schwung Kohl. Die Rosalinda knüppelt hier, ne? Alle anderen? Die eine fegt zumindest aus, aber hier. Der Olo, der ist aber. Wenn Pause ist, dann weiß er auch, wie man die macht. Warte mal. Landwirtschaft. Jo, die schwachen Mädels knüppeln, ne? Oh, hier, die hat eine 5 schon auf Landwirt. Sehr gut. Und der Olo, der lehnt sich hier an Pfosten. Deswegen hat er auch so eine gute Stimmung. Hier, guck's dir an. Ja, bist schon guter, Otto. Bist schon guter. So, ich hole noch schnell den Kohl. Scheiß Wetter, ey, das nervt echt. Am liebsten würde ich den Regen ausstellen. Das ist so schön, wenn es nicht regnet. Aber es gehört ja nun mal auch dazu. Was willst du machen? Ich bin im falschen Lager. War wieder sehr verwirrt. Oh, jetzt haben die aber schon ein bisschen Kohl jetzt gegessen hier, muss ich sagen. Haben wir hier die 40 ranzigen. Und so. Ja, ein bisschen viel. Scheiße. Können wir wenigstens laufen. Und dann mache ich mich noch mal rüber nach Custovia. Für 7 Fleisch und eine Beere. Dass wir hier, ne? Ich glaube, ich muss das Fleisch, muss ich das erst noch braten? Damit wir die Quest abgeben können. Machen wir den Kessel frei. Ne, brauche ich nicht. Kohlsuppe. Ja, sehr gut. Das sind ja nochmal 2000 Münzen. Bisschen mehr sogar. Wenn ich mich nicht täusche. Scheiße, okay, jetzt bin ich ja richtig schwer. Kann ich noch? Ne, ich habe kein Fleisch mehr mit, ne? Ne, ne. Okay. Ich schleppe mich zurück in unser Materiallager, pack das Zeug da rein und dann gehen wir nochmal nach Gustovia rüber. Die Beere habe ich ja mit, ne? Ja. Denk bloß dran, dass du noch Fleisch einsteckst. Also, dem Wetter geschuldet, ne? Bis gleich. Oh mein Gott. Wir sind zurück in Gustovia. Der Falimir. Ach. Nee, nee, so gute Werte hat er nicht. Ich bräuchte eher jetzt nochmal. Ging gar nicht. Tierzüchtermäßig oder landwirtschaftsmäßig was. Ich habe die Umgebungslautstärke jetzt mal extrem reduziert, weil der Regen so stark ist, dass man fast nichts mehr hört. Dann höre ich zwar die Wölfe nicht, dann muss ich damit daran denken, das lauter zu machen, aber das wäre schön, das würden sie nochmal nachbessern. Aber naja, dann sehen wir halt zu, dass wir
die Tage bei besserem Wetter verbringen. Zusammen und an solchen Tagen mache ich halt demnächst mal irgendwie was anderes. Wo bist du? Versteckst du dich denn? Was machst du denn hier bei den Kühen? Dobrava, ich habe hier Fleisch und eine Beere für dich. Ich sehe, dass du hast, was ich brauche. Dieser Beutel mit Münzen gehört dir. Die redet immer so hektisch. Beruhig dich, ich habe dein Zeug dabei. Ja, ich denke, das sollte alles sein. Eine faire Bezahlung für eine leichte Aufgabe. 60 Münzen. Ich wollte es noch gern abschließen. Ne? Ich würde ja verfallen am Ende des Frühlings. Dann, ja, würde ich sagen, wir gehen noch rüber zusammen in den Sommer und schauen mal, was unsere Felder machen. Die waren echt fleißig, haben alle 7 Felder fertig bekommen. Jede Menge Leinsamen kriegen wir da zusammen. Oder hat sich da ein neues hingesetzt? Nee, Radegunda. Und was ist denn eigentlich mit dem Herold? Ja, Rumira. Ich weiß es nämlich leider nicht mehr. Wann der genau auftaucht. Aber wir werden es schon sehen, wenn er das nächste Mal kommt. Nehmen wir uns auch mal eine Heroldsaufgabe an. Ich mache mich erstmal auf in den Sommer. So, da sind wir tatsächlich wieder zurück. Und so ein Gelatsche für eine Beere und 7 Fleisch. Aber jetzt hatte ich die Mission angenommen. Und ich wollte ja auch mal ein paar machen, ne? Um den, ja, das war so jede Mission vielleicht einmal gemacht haben. Weiß ja immer nicht, was die einem anbieten. Dann ab und zu nehmen wir mal eine an, ne? Das soll ja jetzt mal auch nicht schaden. Ich will mir mal eine Fackel bauen. Und zwar gibt es auch da eine anständige. In der Werkstatt? Oder baue ich die in der Hosentasche? Odo, moin, Tybalda. Kann ich hier kurz mal dran? Beziehungsweise ich kann ja auch hier erstmal gucken, ob ihr das vielleicht auch für mich machen könnt, dass ich ab und zu mal eine kleine Fackel habe. In der Werkstatt ist doch wahrscheinlich sowieso noch ein bisschen Luft, würde ich sagen. Tybalda. Nein, nicht Zuweisung verwalten. Hier will ich doch rein. Einfache Fackel. Die Fackel hier. 2 Leder und 2 Stöcke. Ja klar, können die welche machen. Aber eigentlich sind die ja... Ja, komm, nimm mal 10% Eimer runter. Ich glaube, da haben wir eigentlich genug. Und dann müsste ich die Fackel erstmal lernen, ne? Werkstatt 2. Werkstatt 2 ist Produktion hier. Fackel. Schema kaufen, gib ihm. So, oh. Und dann könnt ihr mal bitte. Zum einen würde ich mir jetzt, glaube ich, erstmal selber eine bauen, aber ihr könnt dann dafür sorgen, dass ich demnächst mal eine habe. Dann machen wir nämlich hier 10% auf die gute Fackel. Ja, das reicht auch lange Meter, nur 3 Stück. Ja. Dann brauche ich jetzt 2 Leder und 2 Stöcker. Dann könnte ich mir erstmal selber eine machen. Ne? Oh, verlaufen. Alles, weil es noch nicht richtig ausgeleuchtet ist. Aber wir haben ja auch noch keine Wolle, um Lampen zu bauen. Ich weiß gar nicht. Naja. Warum man da Wolle für braucht. Leder. Eine reicht ja erstmal. Die muss ich aber, die kann ich jetzt nicht so bauen, ne? Die muss ich in der Werkstatt bauen. Ja, hier kann ich nur das einfache Ding bauen, na klar.
Dann muss ich dich doch mal bitten, kurz mal deine Arbeit zu unterbrechen. Zwei Stopp, zwei Leder. Oh. Da schnitzt er sich eine Fackel. Sehr gut. Wie es gut kann es weitermachen. Sei nicht eingeschnappt. Die Balder. Die ist auch schnell beleidigt. Dann rüsten wir die eben nochmal aus. Und dann gehen wir noch zusammen in den Sommer rüber. Dann würde ich mich tatsächlich mal aufs Ohr legen. Ah, so. Und soweit ist hier alles am Laufen. Ich bin nur mal ganz kurz. Ah, den Gänsen geht's auch gut. Die Felder abkontrollieren. Unser kleines rote Beetefeld. Zum Start. Einmal Hafer. Dann hier zweimal Flachs. Ah ne, Flachskohl. Hier ist der andere Flachs, jawohl. Weizen. Und das Zwiebelfeld neu angelegt, damit wir wieder Fleisch mit Soße machen können. Und das haben die beiden hier alles locker im Griff. Ne? Also das finde ich ja mega gut. Das haben die 1A geschafft. Die hatten auch mindestens noch ein Feld mehr geschafft. So gut sind die mittlerweile. Aber unsere Leute machen hier auch schon Feierabend. Und treffen sich hier an unserem Lagerfeuer. Oh, oh Gott. Erstmal vor den Pfeiler gerannt. Überhaupt nicht peinlich, wenn ihr deine Dorfbewohner dabei zugucken. Na, guck mal hier. Wird dann auch langsam Zeit für Platz Nummer 3. Der würde ich sagen, hier noch ein schönes Fleckchen hätte. Ich muss mal gucken, ob ich mir dann mal die Bänke leiste, aber die sind echt schweineteuer. Vielleicht machen wir das lieber später und nehmen jetzt erstmal nochmal das, was wir haben. Können wir ja dann später immer nochmal umbauen. Also mit diesen Holzschemeln da, ne, die ich da schon gebaut habe. Ich mache mich nach Hause, wir gehen schlafen. Wenn ich das überhaupt schon kann. Ich glaube ab 19 Uhr, ne? Sollte hinhauen. Aber wir haben auch einiges an Schlaf aufzuholen. Hallo, Ingarda. Wie geht's dem Wiechbert? Alles Roger? Ich will's mal hoffen. Ich mach mal hier ein Feuerchen an, ne? Dann machen wir uns heute mal einen kuscheligen Abend. Kann ich schon? Schlaf bis zur nächsten Jahreszeit. Ich kann schon. Ja. Die Temperaturen sind in diesem Sommer unglaublich hoch. Bei dieser Hitze kann man nur schwer atmen. Für den Fall der Fälle solltest du immer Wasser bei dir tragen. Okay. Eine Einschränkung. Die sengende Sonne. Wasser nimmt 60% schneller ab. Ausdauer nimmt 60% schneller ab. Naja. Ah. Oh, ein herrlicher Tag. Ich sehe das schon. Guten Morgen. Inkarda, wie sieht's denn aus? Wann ist denn unser... Lass mal gleich schauen, was hier noch so... Oh, jetzt sind die ganzen Mütter da. Nein, Griselda! Oh, oh Gott, wie heißt die? Motley Boga! Hier hat endlich mal ein Vierer-Skill auf Landwirtschaft. Aber hier, guck mal hier die Werte an von den Kindern. Die sind aber alle durchgängig nicht so pralle, ne? Schade eigentlich. Aber keine Ahnung. Die bringen wir schon unter. Amelia. Naja, gut. Zur Not geht's in den Grabungsschuppen.
Gut, so, liebe Leute. Ich würde sagen, mit einem Blick auf unsere wunderbaren Felder, wo hoffentlich jetzt wieder einiges zu tun sein wird, guckst dir an. Oh, mega gut, oder? So sollte es sein. Hier vorne das eine kleine rote Beetefeld, das müssen wir nochmal komplett machen. Aber so sieht es doch prima aus. Mega gut. Ah, ich freue mich. Und bedanke mich fürs Zusehen. Und hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei bei Medieval Dynasty. Also, vielen Dank. Macht's gut. Bis denn. Tschüss. Herrlich. Hafer. Oh, Fleisch mit Soße. Mmh.